Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Watch Dogs. Mein Gott, geht's hier schon wieder zur Sache. Ja, Damien hat mir schon wieder die Polizei auf den Hals gehetzt. Uncool, sehr uncool. Oh, sorry, tut mir leid. Aber ich bin hier gerade etwas abgelenkt. Ja, du hast Probleme, das glaube ich dir. Wo ist denn hier das Ding? Da oben irgendwo, hm? Mach das scheiß Tor auf. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, hier rumzueiern. Solange ich alle am Arsch hab. Das ist fast unmöglich. Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Komm, komm, ich will den Helikopter, der mir hier die ganze Zeit auf die Nerven geht. Verpiss dich. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ich so natürlich keine Möglichkeit mehr habe, irgendwas für mich selbst auszulösen. Und das macht das Ganze natürlich sehr unfeierlich. Komm, das müsste doch jetzt langsam reichen. Suche läuft. Hat jemand... Haben den Verdächtigen verloren. Sind auf der Suche. Ja, finde ich gut. Das ist Zeitverschwendung. Er ist weg. Wir drehen um. Das macht Spaß. Ich hab schon den Flug gebucht. London ist als nächstes dran. Ja. Willst du mitkommen? Ich brauche ein gescheites Auto. Eins, was nicht schon total kaputt ist. Nimm erstmal den da, der steht. Echt? An alle Einheiten. CTOS hat den Verdächtigen lokalisiert und markiert. Es ist so lächerlich. Verstanden. Eine Hochleistungspatrouille. Ich fange jetzt gleich an. Ja, komm runter. Sehr schön. Halten Sie sofort an. Halt, Randa! Kannst du jetzt mal bitte... Danke. Systeme wurden gestört. Wir brechen ab. Sehr schön. Anhalten! Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das gerade echt total ausartet. Ich glaube, es war das Ding, oder? Wo ich hin musste. Also das da oben ist auf jeden Fall der eine, aber das da war, glaube ich, der andere. Halt, Randa! Ich fange jetzt wirklich bald an, die scheiß Polizisten abzuknallen. Die gehen mir auf den Sack. Glaubst du, Blum stellt mich ein? Ich kann gut mit den hohen Tieren. Ein paar Runden, vielleicht greifen wir ihn auf. Ich fahre jetzt einfach hier geradeaus. Dann sollte ich aus dem Polizeiradius wenigstens kurz rauskommen. Dann kann ich mir vielleicht noch eine Karre holen, eine neue. Oder auch nicht. Jetzt kommt gleich wieder der nächste Scan, pass auf. War das jetzt hier? Das war hier, oder? Gott, die Karre ist ja jetzt schon total am Arsch. Ey, könntest du bitte wenigstens noch da reinfahren? Boah. Alter, da oben. Ich mache euch so platt, wenn ihr mir jetzt hierher kommt, ey. Ich sag's euch. Was will ich mit der Kamera? Lass die Kamera in Ruhe. Achtung, Streifer, kommt auf euch zu. Geniale Verteidigung ist der beste Angriff. Ich hab ja ein 417, Waffe gezogen. Ich hol dir jetzt deinen Piloten raus, mein Freund. So, tschüss. Tut mir wirklich weh, aber... Dann kommst du und verhaust den Teufel.
hätte gedacht, eine Hacker-Tussi hat dieses kleine Ding entwickelt, aber... Die ist ja tot. Okay. Damit hätten wir jetzt den zweiten fertig. Jetzt müssen wir nur noch den da oben machen. War das der da oder da? Ich glaube, das war da. Probier's aus eben. Gib dein Bestes und ich gebe meins. Und keine Angst, mach ich. Leben damit angeben. Und ja, mir sind die Polizisten langsam echt ein Dorn im Auge. Das ist einfach nur leicht dezent lächerlich, was die hier mit einem veranstalten. Ich meine, so viele Scans. Und ganz ehrlich, ich muss echt zu dumm sein, oder ich habe keine Ahnung, aber dass man diese CTOS-Scans nicht ausschalten kann, ist schon wirklich ziemlich assi. Bum bum, bum bum. Pinball, hooray! Hört auf, um mich zu schießen. Habt ihr ihn? Wirklich? Sieht irgendwie nicht so aus. Irgendwie sieht das nicht so aus, als hättet ihr mich. Ja, klopf mal an. Als ob mich das stört. Echt? Du scheiß Truck. Oh, jetzt geht das wieder los. Weißt du was? Ich fahre in der Parallelstraße rein. Hier ist einfach schon zu viel los. So, ich weiß nämlich, dass ich von hier aus auch reinkomme. So, Tor wieder zu. Komm, komm, komm. Mach hinne. So. Ist nur die Frage, was mache ich mit dem? Das ist das Tolle an Viren. Sie verbreiten sich unkontrolliert. Ich muss hier irgendwo wieder raus. Technische Probleme hier. Komm zurück zur Basis. Ja, wir haben Sichtkontakt verloren. Versuchen ihn wiederherzustellen. Die Frage ist, wie komme ich hier wieder weg? Ein Boot wäre der Hammer. Aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wow. Tut mir leid, Opa. Ich weiß, ihr seht das bestimmt nicht gerne. Aber ich muss hier raus. So. Okay, die Polizeikarren sind wirklich ein schlechter Witz. Ein Hochleistungswagen wurde den Verdächtigen hinterhergeschickt. Ah, kann es sein, dass die jetzt irgendwie... dass die irgendwie nicht mehr in der Lage sind... sich mit mir... Oh, verdammt, jetzt habe ich mich selbst in die Luft gejagt. Oh nein, oh nein, oh nein. In dem Augenblick, wo ich drauf gedrückt habe, habe ich mir noch gedacht, gibt es so eine gute Idee. Nein, nein, nein. Hey, 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 komm her. Ich will da einsteigen. Aiden, ey, wenn du jetzt nicht sofort einsteigst. Sofort anhalten, das ist ein Befehl. Mein Gott. Dieser Dreckskerl wird uns nicht entwischen. Doch, ich werde euch entwischen. Und ganz einfach. Nur noch hier geradeaus und dann war es die Sache auch schon. Was eine Aktion. Was eine Kackaktion. Wenigstens hat man nach jedem Hack einen
Erledigt. Deine Viren sind drin. Okay, dann geht's los. Checkpoint gehabt. Du musst zurück zum Schwachpunkt, wo wir begonnen haben. Das wird sich für dich öffnen wie... Ach, auch egal. Du hast direkten Zugang zum Satellit. Das ist das Wichtige. Direkter Zugang zum Satellit. Du sagst, das ist der Backup? Und ein bisschen mehr. Sobald du drin bist, drückst du den Abzug. Licht aus, Aiden. Und wenn wir Glück haben und ich so klug bin, wie meine Vita sagt, kannst du Damiens Standort finden. Mehr will ich nicht. Schalten Sie das CTOS aus. Willkommen zu GTA. Denn viel mehr ist es dann auch nicht mehr. Mit dem kleinen Unterschied, dass man nicht auch Autos rausschießen kann. Was echt im Nachhinein wohl die beschissenste Designentscheidung überhaupt war. Dass man aus Fahrzeugen aussteigen muss. Ich hätte ja verstanden, wenn man nur mit Handwaffen schießen kann oder sowas. Vollkommen okay. Aber gar nicht? Das ist irgendwie... Ach so. Ja, jetzt weiß ich wieder, was er gemeint hat mit am Anfang. Sag mal, Musik, bist du eigentlich vollkommen Hacke? Wie kann ein Spiel eigentlich nur so jegliche Einstellung, die man ihm sagt... Musiklautstärke 10. 10. Nicht 200. Aber das ist ja offensichtlich vollkommen scheißegal. Warum sollte man auch die Musiklautstärke wirklich beachten? Wir sind Destin. Wir haben dich beobachtet. Wir wissen, was du tust. Du durchtrennst die CEOS-Zeitungen. Ach Mann. Gib uns 30 Sekunden. Wozu? Wir hinterlassen unseren Code im CTOS. Wenn das System später neu gestartet wird, kontrolliert DASAC die Maschinen von innen heraus. Wir reparieren, was Bloom zerstört hat. Wir brauchen nur 30 Sekunden. 30 Sekunden? Keiner erfährt was? Unser Geheimnis? Wir werden die Watchdogs sein. Nein, davon habe ich genug. Das werden wir nicht vergessen. Was passiert denn, wenn ich jetzt 30 Sekunden warte? Ich habe hier gerade keinen Timer. Egal. Ihr hattet eure Zeit. Ah, jetzt darf ich hier den Hack auch endlich machen. Jetzt darf ich auch endlich den Hack hier machen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, warte mal. Brauche ich dich hier? Dich da? Brauche ich dich da außen? Und dich hier. Wunderbar. Das waren locker 30 Sekunden. Ihr hättet eure Zeit nutzen können. Gibt es hier noch Daten auf den Servern oder so? Nein? Auch in Ordnung. Also spätestens jetzt wären es wohl 30 Sekunden. Diese Musik, ich tick gleich aus, ey. Könnt ihr damit mal aufhören? Danke, ey. Vielleicht muss ich es später aus YouTube rausschneiden. Von hier aus kann Tibo und das ganze System rebooten. Das hält Damien auf. Ich finde ihn. Kann ich zoomen? Ne, kann mich nur... ganz wenig bewegen. Und tschüss. Licht aus. Ach naja, ein Stromausfall ist jetzt auch nicht so schlimm, oder? Wo habe ich denn jetzt so viel Geld bekommen? Mein Gott, dann ist der Strom halt aus. Ich weiß nicht, was ihr für ein Problem habt. Sollte hier nicht irgendwo mein Auto rumstehen? Nein? Okay. Dann nehme ich mir deins. Aber Telefon funktioniert noch, oder was? Stromausfall in der ganzen Stadt, aber Telefon funktioniert. Ah, ich muss ein Boot nehmen. Ja. Warum bist du so verdammt stur? Quinn ist tot. Du hast Nikki zurück und Clara? Sie ist dir in den Rücken gefallen. Sie hat geholfen, Lina zu töten. Du weißt, dass es stimmt. Was ist mit dir?
Man könnte dich für Linas Tod verantwortlich machen. Ich frag mich, wer sowas denkt. Hm? Warum da stoppen? Geben wir dir die Schuld. Soweit ich weiß, war der Merlot-Job deine Idee. Ich mache mir jeden Tag Vorwürfe. Für den Plan, weil ich dich traf und nicht aufhielt, als ich die Chance dazu hatte. Das passiert mir nicht nochmal. Ich sehe ein Problem, ich greife ein. Oh ja, dieser Rächer. Hab die Zeitung gelesen. Im Moment sehe ich dich als Problem. Und ich werde dich kriegen. Oh, verdammt. Dann. Na klar, und vergiss es. Das ist einfach zu dämlich. Dazu kann man einfach nichts sagen. Die Strommasten, wenn man sie umfährt, werfen Funken, obwohl sie keinen Strom haben. Mhm. Ja. Yeah. Sehr schlau. Sehr schlau. Ich weiß auch nicht, ob es so schlau ist, mit einem Auto auf einem Pier lang zu fahren. Vor allem noch mit einem Sportwagen. Aber wir machen es trotzdem. Schön wäre es, wenn wir hier so eine Segeljolle irgendwie nehmen könnten. So eine Nussschale. Aber naja, im Endeffekt sind wir dann doch ein bisschen fixer mit so einem, sagen wir mal, etwas maritimerem Gefährt. Da ist der Leuchtturm. Der einzige Ort mit Strom. Das ist Damien. Irgendwie hätte ich dir das auch schon vorher sagen können. Kann man denn hier anlegen? Wir waren hier schon mal. Ich erinnere mich dran. Ah ja, ja. Jetzt kommen wieder die tollen Skills von Aiden bezüglich ich kann nicht schwimmen, ich kann nicht klettern. Weißt du noch, als wir das erste Mal unsere Talente kombinierten? Die Pläne, die wir hatten. Oh, verdammt. Ich komme und hol dich. Come out, wherever you are. Oh, fuck. Okay, gib mir noch ein paar Minuten. Es könnte noch einen Augenblick dauern, bis ich komme. Splinter Cell! Die richtige Waffe dafür hat er ja. Oh, guck mal. Das ist echt lächerlich. Wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dass man Licht... Glühbirnen ausschießen kann... Kommt es einem dann echt schon lächerlich vor, wenn man so ein Magazin in die Glühbirne reinentleert und sich einfach nichts tut. Komm jetzt. So, danke. Das ist auch geklärt. Kann ich die Dinger umschließen? Na, wenigstens das funktioniert. So. Sieht ja gleich viel besser aus. Finden Sie Damien. Weißt du, bei deinen ganzen Hacker-Skills und bei den ganzen Waffen, die du hast, Granatwerfer und total das abgefahrene Scharfschützengewehr, hast du es nie hinbekommen, eine Taschenlampe zu bekommen. So nennt man die Plattform eines Leuchtturms. Den Witwengang. Wusstest du das? Ich nicht. Passt aber. Es sieht aus, als wäre alles bald vorbei. So sieht's aus, ja. Nur, dass du mir jetzt noch irgendwie in den Rücken fallen wirst und... ich mich wieder super dämlich verhalten werde, weil ich dir volles Pfund direkt ins Messer laufe, wahrscheinlich sogar sprichwörtlich. Aber naja. So funktionieren Geschichten halt immer. Raschung. Gibt es eine Rede, Damien? Hast du noch was zu sagen? Jetzt wissen die, wer ich bin. Das war's? Mehr hast du nicht? Hey, fick dich! Sieh dich an! Du gehst über Leichen, um einen Mafia-Boss zu kriegen. Glaubst du, das geht in Ordnung, weil dein Ziel, was, edel ist? Du hast mit mir gespielt. Darum geht es hier. Mit dir gespielt? Clara ist auch deine Schuld. Deine Nichte auch. Deshalb hast du deine Familie weggeschickt, oder? Die wissen, was du bist. Du spielst ein schönes Spiel. Trotzdem verlierst du manchmal. Bla bla bla. Scheiße, ihr labert vielleicht. Was machst du denn hier? Sorry, Mann. Neuer Auftrag. Schieb sie rüber. Was? Komm, schieb sie rüber.
Ihr seid ja lustig. Wisst ihr, ihr beide nehmt alles zu persönlich, das ist euer Problem. Deshalb lief das schief. Ihr könnt ja was lernen, Freunde. Oh, 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 Handy auf. Gib her. Na komm, gib her. Er hätte auf mich geschossen. Was anderes blieb mir nicht übrig. Ich weiß nicht, was Damien in diesen letzten Momenten wollte. Den Tod nehme ich an. Ich wollte den Tod eines Mädchens wiedergutmachen. Doch das Ergebnis waren nur... noch mehr Tote. Lügen, korrupte Könige. Und eine kaputte Stadt. Auch ich bin... ein anderer. Ich blicke nicht mehr zurück. Bereue nichts. Ich sehe nach vorn. Natürlich. Alles ist verbunden. Das nutze ich, um zu enthüllen, zu beschützen und wenn nötig, zu bestrafen. Grausame Soundabmischung. Grausam. Oh Mann. Naja, hätten wir das auch hinter uns gebracht. Irgendwie auch mehr Arbeit als Vergnügen. Einmal. Bürgermeister Rushmore ist tot. Die Polizei hat eine Nachrichtensperre verhängt. Die geleakten Dokumente weisen auf Korruption und enge Verbindungen zwischen dem Rathaus und dem Chicago South Club hin. Beging der Bürgermeister deswegen Selbstmord oder wurde er exekutiert? Heute hat die PR-Chefin von Bloom, Charlotte Gardner, Stellung zu den aktuellen CTOS-Problemen bezogen. Uns war immer bewusst, dass unser CTOS-Netzwerk ein lohnendes Ziel für Hacker darstellen würde. Dies wurde zu einem interessanten Härtetest, um zu beweisen, wie robust unser System ist. Wir sind hocherfreut über das Resultat. Unsere moderne Firewall widerstand den schlimmsten Angriffen. In einigen Fällen schalteten die Systeme automatisch ab, bevor ein Zugriff erfolgen konnte. In welchen? Die persönlichen Daten sind weiterhin sicher. Unser CTOS-Netzwerk läuft ab sofort wieder im Vollbetrieb. Natürlich. In einer Welt, in der wir Zeit mit unseren Lieben verbringen, in der Gemeinde aktiv sind und in sicheren Städten leben wollen, hat Bloom Industries auf ihre sehnlichsten Wünsche gehört. Wir befinden uns auf einer Weltreise. Wir machen die Welt zu einer Gemeinschaft. CTOS 2.0. Sie stehen im Mittelpunkt. Die Welt wird ein globales Dorf. CTOS 2.0 macht smarte Städte noch smarter. Und gleich ein Interview mit einer Frau, die behauptet, den Rächer Aiden Pierce zu kennen. Die bekannte Kinderpsychologin Yolanda Mendez ist bei uns. Dr. Mendez, Ihre Geschichte ist unglaublich. Sie kennen also Aiden Pierce, den Mann, den wir den Rächer nennen. Wie kam es dazu? Ich lernte Mr. Pierce durch seine Familie kennen. Seine Schwester. Das war für uns überraschend. Wir konnten keine Informationen zu ihm finden. Schön, dass Sie sich bei uns melden. Es ging um Ihren traumatisierten Sohn? Ja, nun, natürlich darf ich darüber nicht reden. Oder Ihren Namen sagen. Nein, nein, nein. Sollen Sie auch nicht. Doch so lernten Sie Aiden Pierce kennen. Wie ist er denn? Es ist unmöglich zu sagen, wie er in Wirklichkeit ist. Er versteckte seine Persönlichkeit und er ist sehr gut darin. Ach ja? Es ist nicht wie bei einem Pokerspiel. Er ist ein sehr kluger Mann, der in jeder Situation die Oberhand behalten will. Und Sie schreiben ein Buch. Ja, das stimmt. Ich schreibe ein Buch über diese gesamte Erfahrung. Eine Studie über Mr. Pierce. Ich wollte wirklich die komplexe Psyche dieses Mannes. Wie schlecht. Das wird sicher faszinieren. Dr. Mendez, Dankeschön. Naja, es sind halt immer die Leute, denen man vertraut. Wobei, soll sie doch. Netzwerk hat jetzt genug. Unsere Warnungen stießen auf taube Ohren. Unser Ruf von Schwächlingen und stark geschwächt. Hört unsere letzte Warnung. Der Tag der Abrechnung kommt. Wir überwachen die Überwacher. Wir sind fähig. Wir sind unaufhaltsam. Wir sind im Krieg. Schön.
Aus dem Polizeikommissariat heißt es, die Verbrechensrate sei in letzter Zeit mehr und mehr gesunken. Doch dem Mann, der das Recht in die eigene Hand nahm, wird kaum ein Anteil daran zugesprochen. Wie anonyme Quellen mitteilen, sind einige Beamte der Polizei durchaus angetan von der Arbeit des Rächers, dürfen dies jedoch in der Öffentlichkeit nicht zeigen. Hätten sie mich nicht so verfolgen sollen. Einer Beweisspur und der Verhaftung von Joseph DiMarco. Doch die Polizei von Chicago versichert, dass ihre Untersuchung in diesem Bereich lange nicht abgeschlossen ist. Nachdem DiMarco sich in allen Anklagepunkten für schuldig erklärt hat, sind nun Beweise aufgetaucht, die den Gouverneur von Illinois mit dem Menschenhändlerring in Verbindung bringen. Natürlich. Nach dem Chaos, das durch eine massive CTOS-Fehlfunktion ausgelöst wurde, dauern die Aufräumarbeiten noch an. Die Stadt erlebte flächendeckende Stromausfälle, Brückenstörungen und Schäden in siebenstelliger Höhe. Das CTOS ist wieder online, doch viele fragen sich, welche Sicherheitsmaßnahmen für ein so komplexes System in einer Großstadt nötig sind. Zu viele, wie wir wissen. Ich blute hier. Du? Bei mir geht's. Ich hab noch ein letztes Ding für dich. Maurice hat aufgegeben, jetzt sprudelt das aus ihm raus. Ich schick dir die Location, den Rest musst du selbst machen. So läuft das Business, hä? Ja, genau. So läuft das Business. Jordi könnte es. Er ist ein sauberer Fixer. Löst alle offenen Probleme. Maurice ist eins von diesen Problemen. Aber eigentlich ist er meins. Er ist der, der auf mein Auto schoss, meine Nichte tötete. Ich würde gerne sagen, dass wir verschieden sind, aber ich weiß es nicht mehr. Wie viele Menschen habe ich verletzt? Getötet? Wer verdient den Tod? Wer entscheidet das? Ich. Wir haben noch ein paar Audiologs, fällt mir gerade ein, die wir vielleicht noch anhören sollten. Und hey, dieser Abspann war erstaunlich gut. Es war der beste Ubisoft-Abspann, den ich je erlebt habe. Was für einen Fortschritt habe ich denn bekommen? Meine dumme Frage. 87% Fortschritt? Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ich habe so gut wie alles gemacht, bis auf diese blöden Nebenspiele. Ja, okay, Online-Scheiß, klar. Kerle wie wir wissen nie, wann genug ist. Es ist vorbei. Du bist der Letzte. Aber jetzt können Sie etwas fürchten. Was verdammt? Was stimmt nicht mit dir? Hä? Du bist erledigt! Verstanden? Wir sind beide erledigt! Erschieß mich, verdammt! Mach schon. Hä? Dann kannst du besser schlafen. Tötest den Mörder deiner Nichte. Schön für dich, du Ficker. Das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Die letzte Entscheidung, die man treffen kann, beinhaltet einen Funken Moral. Das ist so lächerlich, wenn ich mir das überlege. Es wird sich nie ändern. Eins. Zwei. Was wusstest du eigentlich? Was das?
das? Was denn? Okay, er ist so offensichtlich fertig mit drehen. Darf ich dem das Licht ausschießen? Ja, ich darf ihm das Licht ausknipsen. Aber nein. Oh, guck mal, ich kann die Kamera noch hacken. Oh. Woher kommt denn jetzt auf einmal das Licht? Irgendjemand hat das Licht angemacht. Naja. Was soll's. Tschüss, mein Freund. Viel Spaß noch. Maurice lebt in seiner eigenen Hölle. Er ist ein Opfer dieser Sache. Der macht's doch dazu. Ich hab genug Tod gesehen. Er bekommt seine zweite Chance. Und ich auch. Naja. Ach, verdammt. Jetzt wollte ich mich gerade eben schon drüber freuen, dass dieser Abspann so wunderbar gestaltet war, dass man nicht 30 Minuten warten musste, bis alle Namen durchgelaufen sind, sondern dass man... Echt? Nein. Okay, ihr habt euch gerade selbst ins Knie geschossen. Hatte das CTOS ein erfolgreiches Jahr? CTOS Chicago setzt Maßstäbe. Wir sind stolz, in mehrere große Städte des Landes und in die ganze Welt zu expandieren. Es gibt nichts Besseres, um die Stadt an ihre Türschwelle zu holen. Freuen Sie sich auf CTOS 2.0. CTOS, die Zukunft ist ein Tastendruck entfernt. Okay, was wollte ich sagen? Ja, nee, den Abspann tue ich mir nicht an. Ganz ehrlich, das ist wieder ein schlechter Witz von denen. Die Musik mag ja für Leute ganz lustig sein, die die Soundeinstellung nicht auf 10% gestellt haben, aber ich hab das nun mal. Und wenn ihr mal schön fleißig ignoriert, was ich einstelle, tja, dann ignoriere ich eben euch. So leicht funktioniert das. Tja, sieht wirklich so aus. Nein. Telefon ist auf Bloom registriert. Ach, wieso nicht? Naja, also was gibt's zu dem Spiel noch zu sagen? Sehr enttäuschend. Enttäuschender, als ich gehofft hatte. Sagen wir es mal so. Zu tun gibt's jetzt nicht mehr wirklich was. Die paar Fixer-Aufträge da, die können mir gestohlen bleiben. Da wird sich nicht draus groß was ergeben, schätze ich mal. Man könnte sie vielleicht irgendwann nochmal machen, aber ansonsten, nee. Nebenmissionen, DLCs, Vorbestellerboni, lauter so Zeug, alles schwachsinnig, meiner Meinung nach. Die einzig gescheite Waffe in diesem Spiel ist der Granatwerfer und die schallgedämpfte Pistole. Ich glaube, mit den zwei Sachen kann man jede Nacht noch so schwere Herausforderungen einwandfrei meistern. Aber was soll ich sagen? So ist es halt. So sehen diese Spiele leider. Und ganz ehrlich, das, was sie jetzt am Ende gezeigt haben, dieses, das ist einfach auch wieder total unschlüssig. Hey, da hat gerade eine Hackergruppe oder irgend so ein Typ offenbart, dass jeder in dieser Kackstadt, ich meine, die haben ja, Aiden hat ja nicht nur die Sachen von dem Bürgermeister an die Medien übertragen, sondern alles übertragen. Und ich meine, er hat gerade mehr als deutlich gezeigt, wie schwachsinnig das Ganze ist und was für riesen Sicherheitsprobleme es gibt. Und dann kommt einfach die, und dafür kriegen die Firmen nicht auf den Sack. Also ganz ehrlich, bei sowas würden Investoren normalerweise garantiert abspringen. Würden dafür sorgen, dass diese Firma so bald nichts mehr irgendwie, wie soll man sagen, auf die Beine stellen kann. Zumindest nicht unter diesem Namen. Das wäre ein dermaßen großer Image-Schaden für jede andere Stadt. Also ihr müsst euch mal überlegen. Ihr seid Bürgermeister von einer anderen Stadt. Ihr seid garantiert korrupt, so wie alle Bürgermeister. Ihr kriegt mit, dass dieses System die anderen Städte gestürzt hat, beziehungsweise sehr verhängnisvoll für die anderen Städte war. Oder die andere Stadt. Und entscheidet euch trotzdem, es zu installieren? Wollt ihr mich verarschen, Spiel? Also, ganz ehrlich, das ist ja wohl ein super schlechter Witz. Und von der Unmündigkeit der Bürger will ich hier mal gar nicht reden. Also, das ist doch, also... Nee, macht keinen Sinn. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Das ist irgendwie so Bild-Zeitungsniveau. Das ist einfach mit dem Vorschlaghammer auf irgendein Thema eingedroschen.
und nicht konsequent durchgezogen, sondern einfach nur, oh ja, wir schwimmen jetzt mal auf der Welle der immer steigenden Vernetzung und der Paranoia, die daraus entsteht, und bauen da irgendwie drauf auf. Mein Gott, lest George Orwells 1984 oder sowas heißt das auch, glaube ich, ne? Selbst nie gelesen. Oder von mir aus Metropolis oder Fahrenheit oder sowas. 451, kann das sein? Sowas in der Art. Die sind zwar nicht alle über das gleiche Thema, aber im Prinzip geht es doch auch immer über die, über Zensur und den totalitären Staat, und was anderes hast du ja hier auch nicht. Aber es so behindert umzusetzen, wie hier in dem Fall, schon lange nicht mehr erlebt. Also das ist echt eine selten schlechte Story. Und so gut das Spiel in seinen Ansätzen ist, und ganz ehrlich, was man diesem Spiel mal wirklich zugutehalten muss, ist seine Atmosphäre. Okay, die Sonne ist gerade angegangen. Nicht auf, sondern an. Ist seine schöne Atmosphäre und seine schönen Landschaften. Keine Frage. Mir gefällt es wirklich gut. Und hier so auch in der Stadt und so, das hat schon alles irgendwie seine Wertigkeit. Aber WKCTVs letzte Meinungsumfrage zeigt, das Volk ist ganz eindeutig auf der Seite des Rächers Aiden Pierce. Dennoch warnt die Polizei von Chicago davor, weil man sich dadurch strafbar macht. Ja. Und alles andere auch. Und ja, wie gesagt, die schwingen halt die Moralapostelkeule und Datenschützerkeule, aber es ist so unkonsequent durchgezogen und so. Das läuft mir echt gerade nur kalt den Rücken runter. Hättet ihr dieses Spiel nicht als Sandkastenspiel veröffentlichen können? Ich glaube, jeder Fünfjährige hätte sich eine bessere Story ausgedacht als ihr. Oder auch am Ende. Damien, also ganz ehrlich, wir verlagern die Moralentscheidung nicht auf Damien, sondern auf Maurice? Wirklich? Jordi nimmt uns die Entscheidung für Damien ab? Das ist so dämlich. Warum kann ich niemanden festnehmen? Warum kann ich den Polizisten nicht ins Knie schießen? Warum gibt es keinen Taser? Warum? Einfach nur dämlich, wirklich. Das ist, oh Gott, das ist Spiel. Oh, ich kann mich jetzt nicht weiter darüber aufregen. Und ihr wollt es bestimmt auch nicht hören, für die zwei Leute, die jetzt vielleicht am Ende noch zuhören. Meine Empfehlung gibt es nicht. Kauft euch GTA, wenn es rauskommt. Ist bestimmt das bessere Spiel. Wenn ihr es irgendwo mal in der Krabbelpyramide oder im Steam Summer Sale für, wie gesagt, das sieht halt einfach nur geil aus, für ein paar Cent oder, naja, von mir aus auch sogar noch ein paar Euro seht, okay, von mir aus, aber spart euch das. Schaut euch ein Let's Play an für die Story, für das Behinderte, ja, für die absolut dämliche Story. Könnt ihr euch auch ein Let's Play anschauen. Das Spielgefühl ist zwar ganz okay, aber, wie gesagt, das bietet auch Sleeping Dogs oder GTA in einem wesentlich besseren Setting und auch mit einer wesentlich besseren Story. Wobei, über die Story von GTA will ich jetzt gar nicht reden, weil das ist nicht so viel besser. Aber naja. So viel dazu. Oh, schön. Ich glaube, er sagt, wir sollen hier aussteigen. Ein bisschen Vogelgezwitscher, wir können ja in die Berge laufen. Und ich hoffe, euch hat so wenigstens halbwegs ein bisschen unterhalten und wir können uns in einer nächsten Folge eines anderen Spiels irgendwann wiedersehen. Ich freue mich jetzt darauf, dieses Spiel von meinem System zu deinstallieren und hoffe innigst darauf, dass es keine Add-ons oder DLCs geben wird, die mich dazu nötigen, es wieder zu installieren. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß und tschüss.